So, das war verblüffend flink und schnell. Zwei Häfen der Trojaner alle gemacht. Aber unsere Antivirenkampagne läuft weiter. Alex ist immer noch dabei, Alexander Flegler, Art Director von Age of Mythology Retold. Hallo Alex. Hallo. Troja selber sollte ja auch noch fallen. Ein Szenario weiter, gucken, was passiert, ja? Einmal gucken gehen. Ein schöner Plan entsteht hier. Wir müssen das mächtige trojanische Tor belagern. Gucken, was wir dabei erleben werden. Ah, und da kommt er, Odysseus. Ein Champion von Atlantis, der in meiner Armee kämpfen soll. Schließ dich uns an, Akanthos. Du kennst doch sicher den berühmten Odysseus. Ich kenne ihn. Dein Ruf eilt dir voraus. Genauso wie deiner. Bist du bereit für die Belagerung? Wir könnten deinen Rat bei der Planung unseres Angriffs gebrauchen. Als Kommandant hier habe ich mich schon um die Pläne gekümmert, Odysseus. Du und Akanthos werdet mit euren Armeen die Belagerung der Tore beginnen. Das ist ein guter Anfang. Was ist mit den anderen Armeen? Ajax und ich werden unsere Männer in Reserve halten. Wenn ihr durchkommt, wird Ajax mit seinen Männern anrücken und die trojanischen Verteidiger ausschalten. Dann werde ich eindringen und Helena retten. Ja, also Helena wird gerettet, also nicht gekidnappt oder zurückgekidnappt, sondern sie wird Herr, gerettet. In der Nähe gibt es kein Gold. Wir müssen eine Wir der haben kein Brücken Gold. Troja finden und übernehmen. Scheibenkleister. Schnell Das mit allem, was wir haben, irgendwo hinlaufen, aber in ein paar Einheiten können wir trotzdem hier schon mal produzieren. Und zumindest Holz und Nahrung weitermachen. Und ein bisschen Truppen auch weitermachen. Ich mache sogar einen Rechtsklick. Rechtsklick auf Dorfbewohner, so viele wie geht. Theseus. Theseus wird uns helfen. Einmal Theseus und ein Dorfbewohner. Den lassen wir durchlaufen, dann Theseus und dann jede Menge Dorfbewohner. Wir haben viele Starteinheiten, sehr schön. Und auf der Minimap, da müsstest du uns noch mal kurz ausblenden, wird Ja. auch vorangezeigt, wo die Goldminen sind, die wir erobern können. Eine hier vorne, eine hier hinten, eine auf der anderen Seite. Erstmal Schiffe machen und hier ganz viele. Wir fangen mal mit denen in der Nähe im Nordwesten einmal an. Laufen darüber. Ich fange mit Scout an. Einmal hin, bitte. Ich hätte auch gerne, dass unser Held schon mitläuft. Da ist er. Da ist der Held. Wir sind jetzt wieder ein Zeitalter zurückgesprungen, ne? Wir müssen jedes Mal das Zeitalter neu starten. Aber ist ja auch ein Fantasy-Spiel. Insofern völlig okay. Und nein, im Ernst. Es gibt so Dinge, weil ich witzel gerade drüber, es gibt so Dinge, die man, wenn man ein Strategiegenre kennt und liebt und das schon tausendmal gespielt hat, kommen einem völlig normal vor. Die stellt man gar nicht in Frage. Und dass man das, und man kennt das einfach von Age of Empires, neue Karte, alles nochmal neu erforschen, obwohl man es schon kennt. Das kommt einem als Veteran dieser Spiele wie das Normalste von der Welt vor. Genau, gehört ja auch zur Spielmechanik. Ja. Das ist ja Aufbau und Zerstörung. Wäre ja nur langweilig, wenn ich nur einmal aufbaue und den Rest der Kampagne nur noch Genau. alles plattwalze. Hier geht's einmal rüber. Hier können wir Dorfbewohner gleich rüberschicken. Das heißt, hier vorne machen wir mal einen Sammelpunkt fürs Gold. Hier rein. Was machen die Einheiten denn hier? Ach, hinter die Klippe, glaube ich. Oh, das ist etwas zu früh. Ja. Immer Waffenstillstand, bevor die uns jagen und dann mit den anderen abhauen. Zu spät. Ich bin halt defensiv. Ich bin eine feige Socke. Das ist auch eine gute Strategie, ja. Dann direkt abhauen. Was haben wir denn sonst für Häuser? Wir können noch mehr Einheiten bauen. Erst mehr Dorfbewohner. Es ist oft eine Frage der Balance, des Balancings. Nee, Quatsch, des eigenen Balancings seiner Strategien. Ob man schon mal zivil nur macht und dann Militär. Hängt auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Je schwieriger, desto früher muss man auch Militär machen, ne? Ja. Und genau, du hast ein paar untätige Dorfbewohner und du Ach, kannst das die sagst du doch Köder immer. wieder machen. Und zwar da links zur Armee, da sind ganz schön viele Tiere, da wird super der Köder hinpassen. Einmal hier hin, bitte. Ja. Da ist er. Da entstehen dann neue. Und dann schicken wir unsere Dorfbewohner. Ja, ich habe sie gesehen. Hier vorne hin und einmal sammeln.
Mit einem baue ich, weil wir haben auch genug Holz, schon mal einen Kornspeicher für irgendwelche Technologien. Sobald ich ihn gefunden habe, weil ich ihn jedes Mal wieder aufs Neue vergesse, er ist, glaube ich, hier oben. Und ich weiß nicht, ob notwendig, aber ich baue ihn mal daneben. Gehen wir hier hin. Militär hier vorne hin. Bist du jemand, der, wenn du diese Art von Spielen spielst, sagst, hey, das erste Mal spiele ich die Kampagne, also bei den Spielen anderer Entwickler, komplett auf easy und danach nochmal auf schwer? Oder immer nur auf Mittel oder wie? Mittel oder einfach mittlerweile, weil ich bin ja auch Vater von zwei Kindern und alt, langsam werde ich alt und dann, früher mittel oder schwer und mittlerweile fange ich mittel an und wenn es mir zu schwierig ist, gehe ich dann runter, weil ich muss jetzt nicht eine Mission dreimal probieren. Die möchte ich eigentlich beim ersten Mal dann schon schaffen oder vielleicht mal wenigstens beim zweiten Versuch. Und gebe ich mir halt die Blöße. Ich habe mal eingestellt, dass wir jetzt Vorauswahl konnten wir treffen. In dieser Halbautomatik jede Menge Nahrung vor allem produzieren, in der ersten Phase immer gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr auch, ne? Gerne in die Kommentare runterschreiben, ob ihr mit dazu kommt, ob ihr auch in diese Gruppe reinfällt, die einfach tagsüber entweder als Papa und Mama unterwegs ist oder halt im Beruf und abends nach Hause kommt und begrenzt Energie hat. Abgesehen mal vom Schnellklicken auch. Und ich meine, Hauptsache man hat Spaß. Ja. Soll nicht langweilig sein, aber man macht es ja für sich selber. Genau. Und man muss niemandem was beweisen. Ja, finde ich auch. Es sei denn, man ist Streamer oder Videomacher. Ja. Muss man ständig Leute Dinge beweisen. Mittlerweile ein Level Up für das nächste Zeitalter. Wir brauchen wieder eine Rüstkammer oder einen Marktplatz. Ich baue einen Turm hier hin, weil ich glaube, hier kommen laufend Leute rüber und das ist natürlich super umständlich hier. Das geht ja gar nicht hier. Riesige Wege, kein Lagerhaus hier gebaut oder wie immer das heißt. Ein Lagerhaus für Holz und für Gold. Einmal hier daneben bitte. Wie viel sind hier drin? Fast 3000, das lohnt sich. Da kann man ein Lagerhaus mal bauen. Jetzt bin ich wieder Zivil- und Militäreinheiten verwechselt. Gold wird produziert, Nahrung brauchen wir. Und sobald wir einen Marktplatz oder eine Rüstkammer... Guck mal, wo der mit dem Gold hinläuft. Ich baue eine Rüstkammer hier vorne rein. Einmal in die Mitte rein. Was haben wir sonst an Gebäuden? Das ist der Tempel. Wir haben noch nicht sehr viel Gunst. Es betet niemand. Wir haben ein paar Zelte. Eine große Götterstatue. Die ist immer nur Deko, ne? Wir haben Schiffe. Ich kann Erkundung machen. Ja, da waren auch Feinde, aber ich mache trotzdem Erkundung. Erstmal unten Erkundung. Und hier hin. Und dann so vorsichtig im Bogen und wieder zurück. Mit Shift und Rechtsklick. Ja, läuft. Klappt. Gibt es da eigentlich die eine richtige Strategie, wenn man die Karte einmal kennt? Nicht ganz. Du könntest vielleicht nochmal den Frieden machen. Achso, hier vorne. Genau, stimmt. Genau. Dann kannst du dich nochmal ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, es kommt immer drauf an, auf die Mission. Also die Missionen sind ja eigentlich so ausgelegt, dass man eigentlich jetzt nicht unbedingt nur eine Strategie hat, die man nutzen kann. Zum Beispiel in der vorherigen Mission, als wir die Docks zerstört haben, hättest du ja auch theoretisch nur Schiffe bauen können. Mit den Schiffen, die Docks zerstören können. Hier gibt es auch unterschiedliche Strategien. Hier gibt es zum Beispiel den lila Spieler, der dich auch angreift. Was nehmen wir? Aphrodite. Abwechslung. Wir pushen unsere Dorfbewohner noch einmal nicht genug Ressourcen, können feindliche Soldaten in Schweine verwandeln.
haben diesen nemeischen Löwen, der die Leute anbrüllt und die schwächt, nachher noch ein paar coole Tags. Ja. Und hier ist zum Beispiel auch wieder so, du kannst zum Beispiel ein bisschen auf die Schifffahrt gehen, hast da ein bisschen Möglichkeiten. Man kann die Niederspiele angreifen oder nicht. Gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Nicht mehr so viel Militär. Kann man noch ein paar Helden bauen? Im Augenblick keiner. Im Tempel, sagst du mir jedes Mal. Daniel baut... Nee, im Tempel nicht. Im Tempel können wir Pegasus und Zentauren bauen. Wir baden in Holz. Ein Zentaur, einen zweiten. Und dann müssen wir schon das Einheitenlimit erhöhen, ne? Weil die dicken Einheiten kosten mehr... Müssen wir mehr Häuser bauen. Vor allem mehr Gunst. Du hast ja null Leute, die beten. Also null ist wenig, ne? Ja, null ist wenig, ja. Und du wirst schon wieder angegriffen. Das ist unfassbar. Also jetzt reagiere ich nicht drauf. Das ist mir zu doof. Irgendwann reicht's mir auch. Die schlachten unsere Dorfbewohner ab. So, jetzt aber nicht mehr. Verstärkung! Schick die mal runter zum Beten. Ist zwar etwas... Verstärkung kommt? Wunderbar, ein Belagerungsturm, der hilft uns sehr gerade. Die veräppeln mich da. Der kann aber schießen. Oh lala, dann machen wir das. Hier sind alle weg, mehr Gold gibt's nicht. Schon wieder einer im A. Müssen mehr Häuser bauen. Ein paar Häuser nebeneinander, hier vorne hin. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mitten auf die Straße. Kaum spielst du mal kein Anno, wird der Schönbau vergessen. Ja, echt bitter. Bist du jemand, der auch gerne Citybuilder spielt? Ich tippe auf ja, weil du hast ja auch ein privates Spiel, dieses Elaborate Lands, von dem ich schon erzählt habe, das ja auch Citybuilder-Elemente beinhaltet. Da du hier nicht in offizieller Funktion bist, also es ist nicht so, dass dein Studio dich hier hinschickt, sondern es ist unsere private Initiative, könntest du sogar mal eine Minute was drüber erzählen, wenn dir das nicht unangenehm ist? Ich glaube, mach mal lieber wieder einen eigenen Stream dazu. Aber ja, wenn es interessiert, Elaborate Lands ist so ein bisschen mein Nebenprojekt, das ich noch neben meiner Haupttätigkeit noch mache. Und es ist ein kleines Indie-Aufbaustrategiespiel, so eine Mischung aus Civ und Anno und Dorfromantik. Link, glaube ich, packt WB in die Beschreibung. Genau. Das ist eine gute Idee. Da kommt das runter und wir machen demnächst einfach nochmal einen Stream oder ein Video und zeigen euch eine neue Version. Ein Spiel, das ich sehr cool finde und es bei euch auch immer gut ankommt. Jetzt wird zurück zu diesem Spiel hier, Edge of Mythology Retold. Passiert das eigentlich öfters, dass Entwickler so ein Lieblingsprojekt haben, das sie selber machen und ein Brot- und Butter-Projekt für Familie und sich selber durchfüttern? Ja, wir haben bei Forgotten Empires einige, die nebenher ihr eigenes Projekt haben. Auch bei World's Edge, also dem Microsoft Studio, gibt es ein paar, die machen ihr eigenes Indie-Spiel als Hobbyprojekt nebenbei, weil ich meine, wer Spieleentwickler ist, der macht halt meistens seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und da hat man auch einfach Lust, dann mal was Eigenes zu machen. Hier laufen Leute gleich runter, wegen Gunst. Ich habe einen Rechtsklick hier drauf gemacht und ich hoffe, das klappt und die werden hier nicht einquartiert. Das klappt nicht, ne? Nee, die muss man manuell, man muss den Leuten manuell sagen, geh da bitte beten. Sonst nix. Das heißt, ich muss ein paar Leute hier finden, die in der Nähe sind. Die hier zum Beispiel. Dann schicken wir die hier runter und dann heißt es jetzt hier beten, ne? Per Rechtsklick. Und ich glaube, das reicht dann auch, ja. Und Nahrung. Ah, das ist hier vorne. Also wir müssen so langsam Militär aufbauen um Feinde, weil wir bauen sonst ständig Dorfbewohner nach, ne? Das ist ja auch nicht klug. Einheitenlimit schon wieder erhöhen. Die Häuser musst du noch fertig bauen. Die sind nicht fertig. Da wurden wir angegriffen, glaube ich, ne? Nächster Angriff. Na, das geht nicht. Nicht genug Gunst. Mach mal die Schweine. Ah, Schweinezauber. Ziehen sie auf Soldaten, um sie in Schweine zu verwandeln. Dafür brauchen wir erstmal Sicht auf sie und... Oh, wie cool ist das denn?
Das kostet Gunst, aber der erste Einsatz ist, glaube ich, umsonst, ne? Genau, ja. Coole Designentscheidung, weil man dadurch den Leuten die Hemmschwelle nimmt, was auszuprobieren. Ach, können wir die jetzt schlachten und auffressen? Ja, aber bevor deine Dorfbewohner geschlachtet werden, nochmal angreifen. Ach, die muss ich einmal angreifen, ja? Nein, was? Du wirst angegriffen. Nein! Und abgeschlachtet. Was machen die hier? Einmal Leertaste, einmal Linksklick, das klappt gerade nicht. Achso, ich hatte die nicht aktiviert. Einmal hier drauf, bitte. Jetzt wird es angegriffen. Jetzt hatten wir doch ein paar Einheiten zu viel verloren, oder? Ja, aber ich glaube, deine Dorfbewohner sind ja auf automatisch gestellt. Und ich glaube, du könntest hier nochmal auf den rechten eine Festung bauen. Und zwar direkt da am Weg zwischen Küste, ja. Achtung, deine Belagerungsdorf. Da, wo ich genau. Mit der Maus gerade zittere, ne? Genau, da direkt in dem Weg zwischen Klippe und Küste. Ich glaube, ja, mach mal erstmal ein paar Türme, vielleicht eine Mauer. Und ich glaube, später dann weiter. Für die Festung brauchen wir noch Gunst, aber irgendwas ist passiert mit deinen Dorfbewohnern, die eigentlich beten wollten. Ich glaube, wir haben sie irgendwo anders hingeschickt. Kann gut sein. Schon wieder keine Gunst. Unfassbar. Einmal beten hier. Einmal beten dort. Zwei beten. Drei, vier, fünf. Einmal beten, bitte. Jetzt haben wir drei Beter. Beter? Beter-Tel? Nee, wir haben Betende. Und du meinst, man kann die Feinde... Ach komm, die Leute. Man kann die Menschen in Schweine verwandeln und die dann abschlachten? Jetzt Schweine. Ich habe ein bisschen Hemmung. Ist das nicht Kannibalismus? Ist jetzt die Frage, beschwert sich eher Peter oder Amnesty International? Also ich frage jetzt mal euch auf YouTube, ist das Kannibalismus, wenn man Menschen in Schweine verwandelt und die dann abschlachtet und frisst? Oder ist das einfach nur, man ist halt kein Veganer? Ja, das wären die beiden Alternativen. Jetzt mal ganz ernsthaft, dürfen Veganer eigentlich Menschenfleisch essen? Das sind so Dinge, die man sich selten fragt im Alltag. Das sind, ne? Sollen wir das Thema lieber wechseln, ne? Ich auch. Kommt man gerade auf Glatteis? Ein bisschen, ne? Ich glaube, wir sind schon längst drauf, ja. Vergesst das bitte. Wir können ja die Kuh, vom Eis holen. Habt ihr eigentlich auch Missionen, bei denen es kälter wird auf der Karte? Also nicht dynamisch, aber die Kampagne beginnt in Griechenland, geht dann nach Ägypten und dann nach Skandinavien. Einmal eine Verbesserung, Festung herbauen, wir brauchen mehr Militär, wir brauchen erstmal noch mehr Ressourcen. Beides, wir brauchen alles. Hier werden wir schon wieder angegriffen. Jetzt können wir aber einmal den Fluch machen. Da haben wir auch eine Nahrungsquelle. Ja, aber geht nicht. Nicht genug Kunst. Schande. Schnell das Militär rüberschicken. Der Belagerungsturm. Kann das sein, dass das alle langsamer sind? Weil der hier vorne sagt irgendwie... Ja, ja. Jetzt haben wir schon wieder die Betenden verloren. Nee, die beten weiter. Nee. Betet schneller, ihr faulen Hunde! Habe ich noch nie einem Menschen gesagt. Ja. Aber ich glaube, du könntest langsam genug Gunst haben, um eine Festung zu bauen. Ja, hier vorne. Nee, hier hinten. Genau, oder hier links, überall. Ich baue erstmal einen Turm hier links, weil Turme sind billig. Ja. Wenn du rechts zumindest eine Festung baust, dann ist rechts schon mal abgesichert, dann brauchst du da kein Militär mehr hin. Ja, ich würde jetzt doch mal ganz kurz... Ach, das sind die Helden. Hier hatte ich... Den habe ich ja ausgebaut eben. Ich will erstmal... Ich brauche also Nahrung. Wir brauchen noch mehr Dorfbewohner. Sollen wir ein zweites Dorfzentrum bauen? Geht nicht, ne? Doch, geht. Doch, dieses Siedlungszentrum. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber du kannst es eigentlich direkt eins hinbauen. Ja, das ist eine gute Idee. Oder an die Goldmine, da direkt an die... Goldmine. Oder hier in die Mitte, weil wir dehnen uns sowieso von hier aus in alle Richtungen aus.
Ja. Können wir ganz viele Dinge hier machen. Weil die Goldmine da oben ist gleich vorbei. Ich setze es einmal hier hin, weil hier unten ist auch dieses Tal, wo wir gleich noch Felder hinsetzen könnten. Und hier kommen die Feinde immer hin und werden in Schweine umgewandelt. Und der Vorteil ist, können wir an zwei Stellen Dorfbewohner produzieren. Genau. Und mit den anderen kannst du, glaube ich, rechts die Festung bauen. Da haben wir die Flanke schon mal gesichert. Ja, das hast du schon zweimal gesagt, aber ich habe das immer ignoriert. Wie ist es denn, wenn du im Team arbeitest als Art Director und deine Grafiker antreibst? Denkst du denn auch, ich sag's einfach so lange, bis sie das machen? Und passiert ja, das dann auch? Meistens schon. Erstaunlich. Ja. Wenn jetzt irgendjemand bei uns unter den Zuschauern wäre und sagen würde, hey, wenn ich selber mal Entwickler werden möchte, was muss ich da machen? Was ist der beste Weg? Erstmal gegen den von der rechten Flanke den Angriff verteidigen. Einmal hier hin. Ach, wir gehen noch immer nicht. Einmal alle Leute rüber. Der Belagerungsturm ist Quatsch. Der fliegt, der geht hier weg. Und die alle hier ist volle Kanne hier drauf. Hätte ich da bloß eine Festung gebaut, dann hätten wir diese Probleme nicht, Alex. Du musst mir ein bisschen bessere Tipps geben. Ich sag's ganz offen. Da landen wir. Die extra Angriffe werden gemacht. Und jetzt könnten wir Schweine machen, aber jetzt geht's nicht mehr. Ich baue hier mal eine Festung. Kommt mal gerade als Idee. Schießt mir das durch den Kopf. Für den Bau von Festungen brauchen wir nicht nur Holz und ein bisschen Gold. Viel Gold, viel Holz und etwas Gunst. Ja, komm. Hier vorne rein. Ja, das. Da kommt doch niemand durch. Ja. Das ist fast schon ein Overkill. Im Prinzip können wir jetzt zugucken. Oh, die schießen auf geflügelte Pferde. Wir gucken einfach zu, wie die Festung entsteht und danach kann eigentlich nichts, liebe Leute, mehr anbrennen. Gerne in die Kommentare auf YouTube drunter schreiben, wenn ihr selber Spieleentwickler werden wollt. Möchtet ihr das? Wäre das ein Traum von euch oder würdet ihr sagen, nein, ich lasse lieber Leute Spiele entwickeln? Leute wie Alex.